Schneller unterwegs als auf der Autobahn und ganz schön mutig. Das sind die Nachwuchssportler des österreichischen Bob- und Skeleton-Verbandes, die vor kurzem auch in Mürzzuschlag zu Gast waren. Wie du schon gesagt hast, richtig, sind wir da auf Trainingslager. Ich mit meinem Team, dem Team Mandelbauer und das Bob-Team Kaiser. Wir sind zwei Nachwuchspiloten im österreichischen Bobsport und präsentieren heute unseren Sport, dass der ein bisschen populärer wird. Und jeder Mann und jede Frau ist gerne eingeladen, das einmal selber auszuprobieren. Warum ist es wichtig, dass man das ausprobiert? Um neue Erfahrungen auf jeden Fall zu sammeln, ja. Und wer vielleicht noch nicht seinen Lieblingssportart gefunden hat, kann da wieder mal in einen ganz neuen Sport hineinschlüpfen quasi und auch ein bisschen internationale Wettkampfsluft schnuppern. Ja. Beide Teams sind Europacup-Starter. Es ist ein Gefühl, das man recht schwer beschreiben kann. Ein Trainingskollege von mir hat das einmal recht lässig beschrieben. Das ist, als würde man unangeschnallt eine Achterbahn fahren. Es ist ein gewaltiges Gefühl, das man wirklich nicht beschreiben kann. Wir haben vorher auch kurz über deine Ziele gesprochen. Was sind so die nächsten Ziele auf deinem Weg? Die nächsten Ziele, die diesjährigen Ziele, ist einmal die Junioren-WM, wo wir letztes Jahr mit dem zweiten Platz im Viererbob abgeschlossen haben. Das wäre natürlich ein großes Ziel, das zu wiederholen. Langfristige Ziele wären einmal der Einstieg in den Weltcup und dann 2026 die Olympischen Spiele. Richtiges Anfeuern jetzt. Die Olympischen Spiele verbinden Menschen und genauso tut das auch diese Veranstaltung am Mürzer Stadtplatz, wo sich schon die Kleinsten im Anschieben des Bobs üben durften. Ui, hopp, 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 hopp. Viele Leute schieben den Bob an. Werden Sie das auch machen, Herr Bürgermeister? Ich schaue mir es einmal an, bin mir aber nicht sicher. Die jungen Leute schauen schon alle so kräftig und so tüchtig aus. Also vielleicht beschränke ich mich aufs Zuschauen, aber ich finde es grundsätzlich großartig. Mandelbauer und Sport, glaube ich, ist ein Begriff in Mürzzuschlag in vielen Disziplinen. Leichtathletik, der Jakob hat sich dann zum Bobfahrer vom Anschub bis zum Piloten hin weiterentwickelt. Und es wären nicht die Mandelbauers, wenn sie nicht auch diese Sportart zu uns bringen. Dem Jakob Mandelbauer wünsche ich wirklich viel Erfolg, dass er sich seine Ziele, die er sich steckt, erreichen kann und dass er vielleicht bei Olympischen Spielen teilnehmen kann. Trainieren tut er hart. Talent ist er zweifellos. Ich wünsche ihm alles, alles Gute und wir halten ihm die Daumen. Dafür zuständig, dass der Erfolg dann letztlich auch auf die Eisbahn kommt, ist unter anderem Weltcup-Trainer Gerhard Reiner. Was bedeutet es für das Nationalteam, da mit Zuschlag trainieren zu dürfen? Ja, es ist natürlich so, wir haben da einen Stützpunkt. Wir haben einen Trainer hier, wir sind österreichweit unterwegs mit unserer mobilen Anschubanlage und versuchen österreichweit eben Leute zu lukrieren und für unseren Sport zu gewinnen. Zumindest in Mürzzuschlag scheint das auch geklappt zu haben. So wurden die beiden Nachwuchsteams auch im Wintersportmuseum gebührend empfangen. Ja, das ist natürlich ganz toll, man ist sehr stolz. Der Jakob hat ja auch bei uns im Museum schon mitgeholfen, er hat auch einen Bezug zur Sammlung und das ist natürlich auch ganz was Besonderes und wir hoffen, dass er noch sehr gute Erfolge hat und auch immer wieder ins Wintersportmuseum kommt. Was auch immer kommen mag, wir wünschen den Nachwuchsteams Mandelbauer und Kaiser jedenfalls alles erdenklich Gute und eines können wir garantieren, Bobfahren macht einfach richtig Spaß.